Gefällt dir der neue Job? Larry findet ihn ganz gut. Aber ist die Kundschaft eigentlich immer so? Ach was, nicht doch. Normalerweise essen sie so. Die armen Leute, wie tragisch. Jemand muss sie mal richtig in Form bringen. Was soll es denn sein? Ich möchte einen doppelten Krabbenburger, Krabbenpommes und, Was noch? Eine Krabbencola, ein Krabben... Mein Bein! Was kann ich hier nicht tun? Ja, ich nehme einen Krabbensalat, Dressing extra und nochmal 60 Minuten auf diesem krassen Laufband! Hier Ihre Bestellung, mein Herr. Und vergessen Sie nicht den Beilagensalat. Ja, schieb an! Schieb an! Schieb an! Ist ja gut, ich schieb ja schon. Schieb an! Schieb an! Ja, geschafft! Sie haben sich einen Krabbenburger verdient. Hurra! Oh, er ist zu kaputt für seinen Burger. Ach, vergiss die Krabbenburger. Der Kram ist doch Quatsch. Aber die Leute kommen wegen der Krabbenburger hierher. Jetzt nicht mehr. Ab sofort gibt's hier nur noch Salate und Protein-Powershakes. Powershakes. Ich will probieren. Und, lecker? Nein, Larry, nein. Das macht dich doch fit. Ich will aber nicht fit werden. Ich will nur meine Krabbenburger zurück. Aber jeder will doch fit werden. Ja, fit! Also, Larry, ich finde, wir sollten wirklich wieder Krabbenburger anbieten. Die Leute lieben. Puh. Larry? Fitness, Fitness, Fitness. Thaddeus! Bewegt euch, Jungs! Powershakes raus und Herzfrequenz nach oben! Entschuldigung! Nährwert und sonst nichts, scheußlich! Nichts wie raus hier! Nicht so ungut. Geh ohne mich weiter. Geh doch nicht. Ich weiß, dass Larry es gut meint, aber er macht die große Krabbe kaputt. Dies war immer ein Altar für den delikaten Krabbenburger. Jetzt stinkt's hier nach Fitness und Schweiß. Spürt, wie es brennt! Ich würde sogar Junker unternehmen. Ich hab Hunger. Mir knurrt der Magen. Was macht ihr denn noch hier? Geht lieber nach Hause. Das geht doch nicht. Zu Hause gibt's keine Krabbenburger. Ich brauch meinen Krabbenburger, Mann. Du musst mir helfen, bitte. Ja, bitte. Ja, Krabbenburger, das ist es. Diese Fitnesstypen haben vergessen, was für ein Vergnügen es ist, in den Krabbenburger zu beißen. Wir müssen sie daran erinnern. SpongeBob, du ruinierst Larrys Muskelaufbau. Larry, du ruinierst die große Krabbe. Auf sie, Männer. Feuer frei. Komm bloß her. Oh, gib her. Komm. Gib ihm einen normalen, gib ihm den doppelten mit Käse. Beuge dich dem Geschmack, Larry. Niemals! Er ist zu schnell. Wir müssen ihn ablenken. Hier, damit. Nein, du musst deinen Ellenbogen anklopfen. Ja,
Fettig, pappig, speckig und labbrig. Das ist delikat. Ich weiß ja nicht, Larry. Ich bin nicht gut im Sachen hochheben. Rückblende. Ende der Rückblende. Mal überlegen. Ja, ich glaube, ich habe das Richtige für dich. Ja, genau. Wattestäbchen, Wattebällchen. Hier, versuch mal, ob das so passt, Herkules. Wie mache ich mich? Jämmerlich. Guck mal, ich sorge für Flüssigkeitszufuhr und zwar ohne Ende. Ja, ich glaube, ich habe noch eine andere Idee. Kommst du mal mit? Ja. Sieh's dir an. Hier bringe ich morgen früh als allererstes meinen Trainingskurs in Schwung. Ich bin dabei. Das will ich von dir hören. Und deshalb fange ich mit dir noch früher an. Tu mal was für deinen Bauch. Ich will in deinem Mund nichts anderes sehen als diese Wasserflasche. Denn was habe ich dir gesagt? Immer genug trinken, klar? Jetzt zeige ich dir, was du für deinen Bauch tun kannst. Ja, 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 ja. Oh, ich glaube, das kann ich. Das mache ich immer, wenn ich lache. Nur, dass ich es jetzt auf dem Rücken mache. Kannst du das denn auch, ohne zu lachen? Ich will dich nicht anlügen. Wahrscheinlich nicht. Na ja, wenn's so funktioniert, mach weiter damit und vergiss vor allem nicht... Immer genug trinken, klar. Okay. Ich hab noch eine Menge Papierkram zu erledigen. Handy umsonst. Ja. Müssen Sie das unbedingt vor meiner Nase machen? Ja, ja, unbedingt. Weil ich dir von ganzem Herzen danken möchte für diese wahre daseinsverändernde Erfahrung. Du Trottel! Was für ein hübscher Hängebauch. Was? Ein Hängebauch? Oh je, ich hab meinen Schützling vergessen. Ach du lieber Neptun. Ach, er kommt sicher noch. Nur keine Angst. Larry hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Er hat mir beigebracht, genau dasselbe zu tun wie sonst auch. Aber auf dem Rücken. Lachen auf dem Rücken. Laufen auf dem Rücken. Und nicht vergessen, immer genug trinken, klar? Damit ihr auf keinen Fall austrocknet. Hoffentlich geht's Larry gut. Aber während wir warten, können wir doch ein bisschen auf dem Rücken Fahrrad fahren. Hey Larry, danke auch, dass der Dampf umsonst ist. Trottel. Ach, egal, was soll's. Ich brauch mir nichts vorzumachen. Du wolltest mich sprechen, Chef? Ja. Pass auf, du bist ja ganz offensichtlich inzwischen das Alpha-Männchen hier und ich bin ja nur noch die Schale meiner selbst. Ich kann dich gut verstehen. Ich will auch nur zurück in die krosse Krabbe. Du musst für mich übernehmen. Du bist nämlich der geborene Anführer. Mach du ab sofort alles, was Spaß macht, während ich hier am Empfang rumsitze und immer fetter und blasser werde, bis ich draufgehe. Das klingt klasse. Ach, Larry, sieh mich doch nur an. Ich bin zu groß, um richtig Burger zu braten. Das macht mich ganz traurig. Komm her und gib mir eine freundschaftliche Umarmung. Du meinst Kumpelknuddel? So möchte ich das lieber nicht nennen. Umarmen wir uns auf unser neues Leben, auf unser furchtbares neues Leben. Oh, was ist da passiert? Ja, mein Freund, du warst einfach überhydriert. Das waren keine richtigen Muskeln, das waren nur Wassermuskeln. Hey, dein Kumpelknuddeln war so super stark, dass du alles Wasser aus mir rausgequetscht hast. Sag dieses Wort nicht. Kumpelknuddeln. Weißt du was? Auf dem Rücken lachen war genau das, was ich gebraucht habe. Du bist doch ein ziemlich guter Fitnesstrainer. Königskrabbe, dein Gelächter kann einem wirklich ganz schön auf den Nerv gehen.
Bademeister sein, so ein Unsinn. Ich bin doch cool. Ich bin mindestens so cool wie Larry. Ganz genau. Und wenn nicht, dann soll mich doch... ein fliegender Eiswagen erschlagen. Bitte werfen Sie keine fliegenden Eiswagen auf die Badegäste. SpongeBob, alles klar? Hey, bist du etwa auch ein Bademeister? Bademeister? Die Nase. Weißer Schmodder, glaubst du, ich bin Bademeister? Na klar, ein Bademeister hat das gewisse Etwas, SpongeBob, genau wie du. Meinst du das wirklich? Na klar tue ich das. Sag mal, wir haben ein bisschen Personalnotstand. Ich hätte Arbeit für dich. Echt? Ich flipp aus! Alles klar. Aber das lassen wir mal lieber, ja? Hey, Annette, komm mal her. Ich möchte dir meinen Kumpel SpongeBob vorstellen. Hi. Hey, der Junge ist Bademeister. Es funktioniert. Weißt du, SpongeBob, die Mädels und der Hochsitz sind klasse. Aber am schönsten ist zu wissen, dass man als Einziger zwischen diesen guten Leuten... Schock! ...und den Gefahren des Ozeans steht. Nur darum geht's hier im Grunde. Ihr Leben liegt jetzt allein in deiner Hand. Weil ich jetzt ein Date mit einem Liegestuhl hab. Bis dann. Aber ich... kann nicht schwimmen. Oh, wenn ich gewusst hätte, dass ich als Bademeister Badeunfälle meistern muss, hätte ich nie Ja gesagt. Ach was, nicht so schlimm. Wenn Larry zurückkommt, sage ich ihm einfach, dass ich keine Lust habe. Und schließlich, was soll schon groß passieren? Ah! Eis umsonst! Ah! Für alle da, eins für dich, eins für sie. Okay, hat jeder sein Eis? Jetzt hab ich euch. Ihr müsst eine Stunde warten, bis ihr wieder schwimmen dürft. Oh. Und damit ihr nicht in Versuchung kommt... Meine Damen und Herren, die Lagune ist geschlossen. Ich finde Larry viel besser. Ach ja, und wann gibt es denn bei Larry Eis umsonst? Was, Eis? Hat hier jemand was von Eis gesagt? Wo ist es? Gibt's das hier? Lecker Eis! Ja! Oh. Ein Krampf! Heilige Seerose, da ersüffelt jemand! Nee, nee, ganz unmöglich. Die Lagune ist geschlossen. Los, Alter, schwing deine Kiste ins Wasser! Wenn da jemand drin wäre, würden wir ihn hören. Hilfe, Hilfe! Ich kann nicht schwimmen! Und er würde schreien, dass er gerade ertrinkt. Ich ertrinke, ich ertrinke! Er hätte die Absperrung durchbrechen müssen. Ich hab die Absperrung durchbrochen! Okay, ich seh mal nach. Aber nur, um euch zu beweisen, dass Patrick nicht am Ertrinken ist! Kann nicht schwimmen! Hilfe, tut weh! Ich bin Eis! Halte durch, Patrick! Ich komme! Auf uns! Entschuldigung, hier ist Ihr Hotdog. Okay. Ja, ganz ruhig, Patrick. Ich bin da ganz ruhig. Oh nein, ganz schlecht. Lass das, Patrick, hör auf! Oh, tut mir leid. Ich hab... Das war's dann mit uns. Das war's dann mit dem Eis. Hilfe, kann nicht schwimmen. Oh nein, bitte. SpongeBob. Ja, Larry. Du bist doch kein Bademeister. Nein, Larry. Dann kommt mal mit, Jungs. Also, Thaddäus, sag an, was gibt's denn zu bequatschen? Naja, das ist irgendwie schwer in Worte zu fassen.
Oh, das kenne ich gut, Amigo. Ach, wirklich? Ja, sicher. Aber nichts schüttelt dir so schnell das Sägemehl aus dem Hirn als eine flotte Fahrt auf dem Jetski. Schon mal auf einem von diesen Dingern gesessen? Nein. Ich dachte immer, die sind ein bisschen zu sportlich für mich. Tja, aber du lebst nur einmal. Und ich habe zufällig sogar noch einen zweiten Helm hier. Was soll's, du hast recht. Wir sind echt ein gutes Team. Sehe ich auch so. Weißt du, vorhin hatte ich ein Gespräch mit so einem Stück Algengrütze. Der hat gesagt, er findet Klarinettenmusik scheußlich. Hey, das finde ich total uncool. Nur Blindfische machen Sachen runter, die anderen Leuten was bedeuten. Du bist wirklich in Ordnung, Blasi. Ich heiße Larry. Oder so halt. Was ich dich fragen will, wie sieht's aus? Gehst du mit mir zu einer Galerieeröffnung heute Abend? Ehrlich gesagt ist das eigentlich so ganz und gar nicht mein Ding. Aber für dich? Sehr gerne. Ich gehe nur kurz mal nach Hause und ziehe mir einen Proteinshake rein. Was? So einen Schmodder braucht doch niemand. Nein, wirklich, das ist kein Schmodder. Proteinshakes sind echte Lebensretter, Bruder. Ach, hör doch auf, das ist totaler Quatsch. Man muss schon ein ganz schön hirnloser Hummer sein, um jedem Modetrend hinterherzulaufen, der einem eingetrichtert wird. Ach, ich liebe Proteinshakes. Ich bin das leichtgläubigste Krebstier in sämtlichen Weltmeeren. Gib mir mal einen dämlichen Proteinshake. Ich meine... Aber wir sehen uns doch heute Abend. So gegen 7. Dann sind wir zwei wohl wieder alleine. Was machst du denn hier? Ich spiele Springseilziehen. Spielst du mit? Nein. Du hältst das Seil hier und ziehst es hinter dir her, als ob dich eine Seeschlange verfolgt. Guck, so, spielst du mit? Jetzt hol mich endlich heraus! So soll das Leben sein, nicht wahr, mein Freund? Du sagst es, Kumpel. Jo. Ist der wirklich? Larry von Lobster, der größte Star unseres Strandes hier. Was ist dein Geheimnis, Larry? Sich nicht scheuen, ein Risiko einzugehen. Das Extrem ist hoch. Und auf keinen Fall so leben wie diese Jungs hier. Seht sie euch an. Rückgratlos. Schwächlich. Haben Angst vor ihren eigenen Schatten. Einfach jämmerlich. Larry, wie könnten Sie Ihrem nutzlosen Leben Sinn verleihen? Das ist schnell beantwortet, indem Sie jeden Tag so leben, als ob es Ihr letzter wäre. Nur wie soll das gehen? Indem ihr lebt wie ich, Larry. Ja, aber was heißt das? Indem ihr lebt... wie Larry. Leben wie Larry.
Ja, Leben wie Larry. Also ich weiß nicht so recht, SpongeBob. Ach komm schon, was ist mit dem Leben für den Augenblick? Ich hab da so meine Zweifel. Das sieht ziemlich gefährlich aus. Ja, genau darum geht's doch, mein Freund. Jetzt leben wir nämlich wirklich wie Larry. Na, was sieht mein Adlerauge denn da? Das sind zwei Jungs, die was vom Leben verstehen. Es geht los, der Countdown läuft. Ich bin stolz auf Sie. Hey, Moment! Bei diesem Abschusswinkel landen Sie genau im Steinklingenriff. Und das wird Sie elend zerfetzen. Wartet, tut das nicht! Stopp! 3, 2, 1 und Abflug! Walfischstreck! Hört her, Jungs, mein Ratschlag neulich war doch nicht wörtlich gemeint. Ich meinte das Leben in vollen Zügen genießen und nicht sich zu verstümmeln. Seht nur! Hey, ich sehe wohl nicht recht. Wieso liegen ihr zwei auf der faulen Haut? Den Gang weiter runter ist eine super Rampe und auf dem Stuhl hier wäre noch Platz für zwei. Was würde Larry jetzt wohl tun? Was Larry jetzt wohl tun würde? Ich zeig dir, was Larry jetzt wohl tun würde. Komm her! Komm her, hab ich gesagt! Hey! Hey, Sandy, guck mal! Ich bin Sandy. Hey, Sandy, wer bin ich? Hallo, SpongeBob. Halt dich bitte zurück. Ich will mich in Ruhe langweilen. Das ist zu komisch. Hat hier jemand 20 Pepperoni und Sandpizzas bestellt? Hey, Sandy. Hey, SpongeBob. Hallo, Larry. Habt ihr beide Lust auf ein bisschen Gewicht heben? Na klar. Los, komm doch mit. Ich komm ja schon. Versuch's doch auch mal, Sandy. Gut gemacht, Sandy. So, für heute reicht's dann auch. Wie wär's mit ein bisschen mehr Gewicht? Seht her. Also gut. Zurücktreten, bitte. Das war ja super, Larry. Darf ich mir ein paar davon leihen? Und jetzt mit einem Zusatzgewicht von 2 in Zahlen 2 Marshmallows. Yeah!
Das war echt komisch. Du bist wirklich ein Kracher. Ja, er ist der lustigste kleine Schwamm, den ich je gesehen habe. Hat jemand Lust auf Volleyball? Ja. Ich krieg ihn! Und Aufschlag! Hoppla! Ich glaube, ich hab schon wieder einen Riss in der Hose! Also ehrlich, Alter, du machst mich wirklich fertig. Hey, Sandy, wie wär's, wenn du ihn mal mir zuwirfst? Okay, hier kommt er schon. Hallo, hier will ein Schwamm nach oben. Alles in Ordnung, Sportsfreund? Ich glaub schon. Außer dem Riss in der Hose.